Begrüßen Sie mit großem Applaus den Hauptdarsteller und den Künstler des Filmes Schöpfen, Anders Möhl. Herzlichen Dank. Ich muss mal gleich wegen dem Vorspann fragen, wieso ist es den Demokraten? Ach, irgendjemand muss uns ja widmen und warum nicht den aufrechten Demokraten? Ah ja. Ich war gestern in der Fußgängerzone in Fürth und hat mir eine Grünen-Politikerin ein Zettelchen gegeben und hat gesagt, ich soll unbedingt wählen. Und es müssen nicht unbedingt die Grünen sein, aber ich soll eine demokratische Partei wählen, hat sie mir, weil ich wahrscheinlich wieder so böse geschaut habe. Charmant, immerhin. Schnarchst du wirklich? Es gibt Leute, die behaupten, dass meine Ex-Frau hat das behauptet und meine Gattin jetzt auch. Aber ich glaub's nicht. Du glaubst, die Frauen lügen? Ja, die schnarchen ja auch und behaupten, dass sie es nicht tun, insofern. Ist ja wirklich das Who is Who, der, auch ein bisschen der Nürnberger Kunstgeschichte, wer da alles auftritt, aber es ist ja auch international. Da vorne wurde ganz diskret gefragt, ob das wirklich der Herr Grützke gewesen wäre. Das war tatsächlich Johannes Grützke und auch noch jemand, Lutz Lemke, der ist im Nachspann aufgetaucht. Nach dem Film wurde er dann gekapert und hat bei Herr der Ringe die 2D-Animationen gemacht. Ich nehme an, wegen unserem Film, aber wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, der Grützke hat seine Selbstporträts nach diesem Film abgemalt von der Leinwand. Mit Sicherheit. Das sah wirklich, da gibt es doch Bilder von ihm, wo er genauso schaut wie in dem, oder konnte er wahrscheinlich nur so schauen. Ich weiß es nicht, ich nehme fast an, dass er versucht hat, so auszuschauen wie seine Bilder. Das ist so wie mit verheirateten Menschen, die irgendwann sich auch ähneln. Und er ähnelt sich halt immer mehr seinen Bildern. Inzwischen nicht mehr, ist leider verstorben. Ja, übrigens zu dem Film, normalerweise kommen immer Publikumsfragen, die Fragen kann ich jetzt schon gleich beantworten. Er ist natürlich autobiografisch, er hat 24.000 Mark gekostet und er ist in Schwarz-Weiß 16 mm gedreht. Das sind nämlich die normalen Fragen, die immer gefragt werden nach dem Film. Was hat er gekostet, ist er autobiografisch, welches Material? Und ich bin dir auch dankbar, du hast die Kopie noch gefunden, ne? Also die war auch lange nicht mehr zu sehen. Es ist die letzte, wir haben eigentlich drei Kopien, aber das ist momentan die einzige verfügbare, die habe ich mir aus München schicken lassen von Michael Ort, meinem Kollegen. Wir haben ganz viele Filme, 5 Stück an der Zahl, gemeinsam gedreht, das sind alles Pixelations- oder Animationsfilme. Man muss dazu wissen, eine Filmminute hat 24 Einzelbilder und wir haben dann quasi Einzelbilder aneinander gehängt. Und wir sind aber ein bisschen faul gewesen, wir haben immer zweimal drauf gedrückt auf die Kamera, sonst hätte der Film noch eine doppelt so lang gebraucht. Der hat schon, glaube ich, 3 Wochen beim Film gebraucht. Wir haben ein Schnittverhältnis, was genial ist, nämlich 2:1, also von 3 Teilen haben wir 2 Teile benutzen können. Also wir haben fast keinen Verlust gehabt. Wir haben noch Filme gehabt, die haben wir 1:1 gedreht, aber die zeigen wir lieber nicht. Also du bist ungefähr 2 Tage in diesen Kellergang getippelt, bis das in der Kamera drin war. Ja, es waren 3 Tage sogar. Es war sehr kalt. Großer Gott. Man sieht so ein bisschen an den Rauchwolken, die man so im Hintergrund, im Gegenlicht sieht man schön. Das war in den Felsengängen zu Nürnberg und diese enormen Gelder, die ich da aufgebracht habe, waren 2 Kunstpreise und danach nochmal von meinem Vater, der hat nochmal ein bisschen Geld dazu getan, nochmal 2.000 und ich habe mir auch noch ein bisschen was hergeliehen. Also und man kann dazu sagen, wenn man solche Filme dreht und Filme machen ist teuer, der Michael Ort hat gemeint, wer kein Geld hat, soll Bücher schreiben. Der Film ist auch wirklich international gelaufen, sogar in Sao Paulo, beim Kurzfilmfestival, in Den Haag beim Kunstfilmfestival und verschiedenes anderes. Der ist sehr gereist. Der Bayerische Rundfunk wollte die Rechte dafür kaufen, hat uns 200 Mark dafür geboten. Das haben wir dann doch nicht getan. Wir haben den auch beim katholischen und evangelischen Filmdienst hier was eingereicht, weil wir wollten das Prädikat wertvoll haben. Wir haben es zurückgeschickt gekriegt, also die Katholen haben sich wenigstens noch entschuldigt, von Evangelien haben wir gar nichts gehört. Aber das ist doch genau das Thema, das müsste doch relevant sein. Also ich halte das auch, das wäre so ein großes, sollte ich eigentlich in jedem Konfirmanden und Kommunikanten oder was immer auch Unterricht laufen, so als Diskussionsgrundlage,
nämlich wenn der Herrgott den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat, dann kann man auch den Umkehrschluss machen. Also das haben wir gemacht in dem Fall. Also ich wache morgens auf, schwer verkatert, keine Zigaretten mehr, alles läuft den Bach runter, eine Schöpfung misslingt komplett. Also das ist quasi die für mich durchaus eine Auseinandersetzung mit christlichen Werten. Mein damaliger Schwiegervater hat das nicht ganz so gesehen, der gemeint, wenn ich sowas nochmal mache, redet er nicht mehr mit mir. Das hat mich dann davon abgehalten, weiterhin christliche Filme zu drehen.